Um 13.30 Uhr beginnen die bisher schwersten Kampfhandlungen in Chendi. Eine eingeflogene Spezialeinheit der slowenischen Territorialverteidiger eröffnet das Feuer auf die Bundesarmee. Es ist jetzt genau 1:44 Uhr. Vor wenigen Minuten haben hier die Kämpfe begonnen, überall im Spielfeld, sowohl auf der linken Seite als auch auf der rechten Seite. Auf beiden Flanken sind sozusagen die Volksarmisten verschanzt und die slowenische Territorialverteidigung nimmt jetzt wahrscheinlich im Sturm beide Stellungen. Mit Sprenggranaten werden hier die seit Tagen verschanzten Einheiten der Bundesarmee beschossen. Das Feuer der Slowenen kommt aus den gekaperten Panzern, aus Panzerabwehrkanonen und Maschinengewehren. Gegen 16 Uhr der nächste Angriff. Ein lebensgefährlich getroffener Zivilist wird von einem Krankenwagen aus Marburg ins LKH Wagner gebracht. Die österreichischen Zollwachebeamten bringen ihre Fahrzeuge in Sicherheit. Das österreichische Bundesheer verfolgt das Kampfgeschehen auch per Hubschrauber unmittelbar an der Grenze. Immer wieder Panzerschüsse der Slowenen. Volksarmisten, die sich bisher neutral verhalten haben, werden von der slowenischen Spezialeinheit aus ihrer Karaule geschossen